sobald dieser Begriff Frauenorchester irgendwo auftaucht, kommt ganz schnell so was Negatives. Hausfrauen, die da spielen. Da dachte ich, Moment, was denkst du denn da? Wieso denn? Muss doch gar nicht sein. Ja, das sind dann so kämpferische Emanzen. Okay, und wo kommt das jetzt her? Also man hat so ganz irrige Vorstellungen. Der Begriff Frauenorchester ist nicht neutral, aus unerfindlichen Gründen. Anders als wenn da ein Männerorchester stünde. Männerorchester, da wird man sich irgendwie auch nicht großartig drüber aufregen. Beim Frauenorchester, auch wenn man im Gespräch ist und sagt, ich habe ein Frauenorchester, dann kommt sofort, oh, das braucht es doch gar nicht, oder das ist nicht zeitgemäß und das ist diskriminierend und rassistisch. Das habe ich alles schon gehört. Deswegen habe ich einen neutralen Namen gewählt. Weil wir einfach nur durch unsere Besetzung, also wir sind halt lauter Frauen auf der Bühne, überzeugen wollen. Wir wollen einfach gute Musik machen. Also wir wollen auf sehr hohem Niveau Musik spielen. Und was ich da eben faszinierend finde, ist eben, dass auch diese typisch männlich besetzten Instrumente von Frauen gespielt werden. Ich habe die große Hoffnung, dass man mit so einem Ensemble in dieser Konstellation diese Vorurteile, die es ja eigentlich sind, gegenüber diesen männlichen und weiblichen Instrumenten einfach abbaut. Wir uns noch auf die Fahnen geschrieben haben, ist, dass wir Werke von Komponistinnen spielen, weil das leider noch nicht passiert und wir möchten einfach gerne die Werke aufführen, damit sich jeder ein Bild davon machen kann, damit dieses Vorurteilen gar nicht erst stattfindet, sondern wir spielen es und dann kann man ja sagen, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen, man kann darüber diskutieren. Auch für die Musikerinnen ist es so, dass sie neue Literatur kennenlernen. Es gibt ja wahnsinnig viele Symphonien, Opern, Solokonzerte, also es gibt massig Literatur. Also es ist für die Musikerinnen auch eine spannende Reise und da würden wir gerne eben alle mitnehmen. Das fände ich eigentlich ganz schön, wenn man einfach durch Auftritte auf natürliche Weise dadurch, dass es die geballte Frauenpower ist, wie man so schön sagt, ne, mit Frauenorchester, weiblichen Komponistinnen und Dirigenten, dass man die Leute mal damit konfrontiert und vielleicht zum Nachdenken anstößt.